Chinesische Hersteller für Anfänger. BYD ist nicht die Automarke, sondern im Konzern BYD gibt es BYD Auto. Und im BYD Autosegment gibt es eine Marke, die heißt BYD. Ne? Die macht diese Brot- und Butterautos affordable. Das ist quasi der VW aus China. VW. Und dann haben sie eine neue Marke, Dancer. Das ist quasi so das Audi-Pendant. Und dann haben sie eine Marke, Yangwang. Und das ist quasi eine Mischung zwischen Bentley und Lamborghini. Lamborghini. Egal. Jedenfalls wichtig ist eine Mischung davon. Extrem luxuriös und extrem sportlich. Und dann gibt es noch eine, die macht nur so Geländeautos. Die vernachlässigen wir, die gibt es eh nicht in Deutschland. Und wir reden heute über den Yangwang U8 oder besser ausgedrückt über den BYD Yangwang U8. Das ist mal ein richtiger Kollege und ich freue mich richtig, euch den vorzustellen, weil mir gefällt der schon mal richtig gut. Ich bin der Jan. Das ist der BYD Yangwang U8. Und dieses Video ist für dich kostenlos und in Farbe dank unserem Partner Emil Frey, deinem Automobilfachmann seit 1924 mit über 100 Filialen und über 30 Marken. Zur Einordnung dieses Autos 2 Meter. Und 5 cm breit, mit Außenspiegel sind es gar 2 Meter und 17. Das Fahrzeug ist 5,32 Meter lang. Ne? Da kannst du schon mal joggen gehen. Wir haben einen Radstand von 3,05 Meter. Das Interessante dabei ist, man denkt, Mensch, so ein Trümmer kann sich doch keiner ausdenken. Der BMW X7, der ist aber sogar noch 7 cm länger. Wir haben hier eine Länge, wie wir die von den Pickups kennen. Oder auch der Bentley Flying Spur, der ist genauso lang hier wie der Yangwang U8. Der Wagen ist 1,93 Meter hoch. Das ist schon stattlich. Und wir haben eine Bodenfreiheit von 20,5 cm. Da merkt man, die meint es auch mit dem Offroad wirklich ernst. Zumal hat das Fahrwerk, das Luftfahrwerk, auch noch 15 cm Spielraum. Ihr wisst noch gar nicht, was unter der Haube sich befindet. Ich verrate es euch jetzt schon mal. Wir fahren hier einen seriellen Plug-in-Hybrid. Und von der Größeneinordnung ist es natürlich ein SUV aus dem Luxussegment bzw. aus dem Segment der Oberklasse auf jeden Fall. Mitbewerber wären der Range Rover, auch wenn viele den Land Rover Defender, den neuen, nennen. Ich finde, das ist eher ein Range Rover, eine Mercedes-Benz G-Klasse oder auch ein BMW XM. Also, unter der Haube müssen wir drüber reden. Ich kann mir so viele Zahlen nicht mehr merken. Es tut mir leid, Kinder. Wir haben einen Antriebsstrang mit 880 kW Peakleistung. Das sind umgerechnet 1196 PS. Und wir kommen auf ein maximales Drehmoment von 1280 Newtonmeter. Unter der Haube haben wir erstmal einen 2 Liter Turbobenziner. Und das ist nur quasi der Range Extender. Der ist also nicht mit den Achsen verbunden, sondern der dient nur als Generator. Tipp doch mal nur für euch, wie viel Leistung der hat. Wie viel Leistung braucht so ein Range Extender? Hm? 70, 100, 120 oder eben auch, wie sie das hier machen, 200 kW, also 272 PS. Nur um Strom zu erzeugen für den Kollegen hier, denn er hat nur eine 49 Kilowattstunden Batterie. Und sobald die leer ist, muss der Range Extender quasi Strom erzeugen. Die geht dann wieder in den Akku und die Elektromotoren ziehen sich die da raus. Und bei den Elektromotoren ist es super spannend. Ich weiß ja nicht, wie lange du schon bei der Elektromobilität dabei bist. Es gab ja mal den Mercedes-Benz SLS und davon gab es auch mal eine elektrische Version Electric Drive. Nee. Gott, egal. ED auf jeden Fall. Und der hatte 4 Radmotoren. Also an jedem Rad war ein einzelner Elektromotor dran. Und ich dachte, das wäre hier genauso, weil wir hier auch 4 Elektromotoren haben. Aber wir haben tatsächlich pro Achse 2 Motoren. Die sitzen aber quasi mittig an der Achse und nicht am Rad. Die treiben also die Achse an und nicht das Rad. Und gemeinsam haben pro Achse diese Elektromotoren eine Leistung von 440 kW, also die Hälfte von der Systemleistung, sind immer noch 590 PS pro Achse. Und damit erzeugen sie maximales Drehmoment von 640 Newtonmeter. Und das sind natürlich Elektromotoren. Das Fahrzeug wiegt trocken 3460 Kilogramm. Ne?
darf der gemeine Fahrschüler heutzutage gar nichts mehr zuladen, doch eine Kiste Wasser noch, dann ist er über den 3,5 Tonnen. Dadurch, dass wir aber 1196 PS haben, ne, bitte nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 1196 PS, kommen wir auf ein Leistungsgewicht bei diesem Trümmer hier. Also ich meine, bei diesem Trümmer hier von 2,893 Kilogramm pro PS. Und das heißt, 10 Kilogramm ist eine Familienkutsche, 5 Kilogramm ist schon ein sehr sportliches Auto. Und das ist fast die Hälfte von 5 Kilogramm pro PS. Das ist ein Turbopanzer. Ich habe gar kein Wort dafür. Der Akku ist natürlich ein BYD Blade Akku, ne? Also ein Eisen-Lithium-Phosphat-Akku. Das heißt, die kommen ohne seltenen Erden aus, sind nicht die schnellsten beim Laden und beim Entladen. Gilt aber, hier reicht immer noch. Dafür sind sie aber besonders umweltverträglich. Und das ist ja schön, auch bei so einem Auto. Geladen wird hinten rechts. Und im Moment noch, das sind chinesische Spezifikationen, weil ja noch nicht hundertprozentig klar ist, dass das Auto auch nach Europa kommt. Am AC kann gerade mal mit 7 kW geladen werden. DC schafft immerhin 100 kW. Und da heißt es, wir bringen diesen Akku, der meines Erachtens eine Brutto Kapazität von 51 Kilowattstunden hat und netto können wir 49 kW nutzen, brauchen wir 18 Minuten, um den von 20 auf 80 zu bringen. Was jetzt nicht weltbewegend schnell ist, dafür jetzt nicht sinnvoll, aber lustig, beim Fahren kannst du immerhin schon mit 25 kW laden. Und jetzt komm mal ran hier, denn ich zeige euch jetzt mal, so sieht ein chinesischer Schnellladeanschluss aus. Hat man auch noch nicht so gesehen, ne? Mit dem Akku haben wir eine Reichweite zwischen 125 und 140 Kilometer, je nach Quellenangabe. Aber wir haben ja einen seriellen Plug-in-Hybrid. Und hier, so sieht übrigens ein chinesischer Tankverschluss aus, aha, haben wir nochmal einen 75-Liter-Tank. Und damit erweitert sich die Reichweite des Fahrzeugs, zumindest laut BYD, auf bis zu 1000 Kilometern. Und dann wird ein Schuh draus. Vehicle to Load gibt es übrigens auch. Du kannst den Strom auch wieder rausnehmen. Sogar mit 6 kW. Eine Wärmepumpe ist auch dabei. Aber eine 22 kW Option gibt es, wie gesagt, nicht. Die Front finde ich sehr schön eigenständig. Und guckt euch das mal an. Hier dieser ganze Bereich ist mit LED-Technik gepflastert. Hier unten, das sind die eigentlichen Scheinwerfer natürlich. Da haben wir schon Matrix-LED-Licht. Aber hier auch die Kollegen haben eine lustige Funktion. Man sieht unter anderem, ob sich das Fahrzeug hebt oder senkt. Braucht man das? Nein. Ist es lustig? Auf jeden Fall. Dann auch noch schön die Geschichte hinter dem Yangwang-Logo. Das ist quasi so eine Art altes chinesisches Schriftzeichen für Blitz oder Energie des Blitzes. Und ich finde, das haben sie sehr schön fortgeführt. Und wer sich fragt, was die Kollegen hier oben machen, ne, da möchte ich auch sagen, es gibt nicht nur die da oben, sondern auch hier unten und da. Wir haben unter anderem 3 Laser im Fahrzeug. Optional kann einer in die Mitte gesetzt werden. Und die äußeren Hörnchen sind quasi vorbereitet. Wenn du Offroad fahren willst, kannst du dir da LED-Scheinwerfer zum Beispiel reinsetzen oder noch was anderes. Und das Fahrzeug hat wirklich jede Menge Sensortechnik, nämlich unter anderem 3-mal alleine Laser, dann 3-mal ein Mittelwellenradar, über 12 Kameras und über 10 Ultraschallsensoren. Also alles irgendwie. Ich frage mich, während ich hier um dieses riesige Auto herumstolziere, wie lange brauchst du wohl, um dir mit der Hand zu waschen? Weil du ja auch richtig Flächen hast. Das zeigt sich aber auch ganz schön im Design. Das ist so ein klassisches, finde ich, Offroad-Design. Du hast hier ein Drittel, hier nochmal 2/3, also ein Verhältnis 2:1 Greenhouse zu Body. Und das macht das Auto auch nochmal so wuchtig. Apropos Anmutung, wir haben hier ganz bescheidene Felgen. Das sind mal eben 275/50 R22 Kontinentalreifen auf diesen 22 Zoll Felgen. Es gibt vermutlich 2 Ausstattungslinien, eine Offroadige. Das sagen sie nämlich, es gibt hier noch mit dem Schnorchel, ganz wichtig, Wartiefe des Fahrzeugs. Das ist einfach unvorstellbar. Wartiefe 1 Meter, mit Schnorchel 1,40 Meter. Und dann nehme ich mal an, diese offroadige Version wird dann auch eher die 20 Zoll Felgen haben. Hier auch wieder Sensortechnik, unter anderem eine Kamera.
Und in der Präsentation habe ich gesehen, da war so ein Verlauf, also mindestens 5 Farben gibt es, wie die heißt, weiß ich allerdings auch nicht. Und jetzt bin ich hier nochmal bei dem Gerippe und das ist ganz geil, hier sind nochmal LEDs zwischen, die zeigen den Ladezustand an. Also wenn du hier ansteckst, dann hast du hier, wie voll dein Akku geladen ist und das ist dann so ein bisschen formvolles Function. Nee, ich finde das richtig lässig und das finde ich auch eine lustige kleine Idee. Ja, das Heck will ich euch nicht vorenthalten. Erstmal, wir haben eine seitlich öffnende Tür, da gucken aber später rein. Voll-LED-Rückleuchten natürlich auch und keinen sichtbaren Auspuff. Interessant ist, den gibt es auch mit An- oder wird es mit Anhängerkupplung geben. Die Zuglast ergeben sie im Moment mit 2500 Kilogramm an. Der darf also auch richtig was ziehen. 3,5 wäre natürlich noch geiler, aber ist halt nicht. Zwei Sachen finde ich noch klasse, die möchte ich noch loswerden hier beim Exterieur. Punkt 1, das Fahrzeug entspricht IP68. Und das heißt so viel, wenn ihr das mal nachgoogelt, internationale Protection. Und 68 steht die 6 für staubdicht und die 8 für tauchdicht oder so. Und das heißt, wenn du mal in einen Orkan kommst oder in ein Unwetter oder du stehst einfach am See, bist am Campen und dann gibt es so einen Mini-Tsunami, der See steigt an und an und an, dann ist der wie Milky Way, der schwimmt in der Milch. Ne? Das Auto kann tatsächlich schwimmen, eine halbe Stunde lang. Der ist so dicht, hermetisch abgedichtet quasi, dass das Auto trotz seines Gewichts Auftrieb hat. Also das schwimmt eine halbe Stunde lang. Danach, also es ist jetzt auch kein Freizeitding, ne? Also dass du sagst, Mensch, da fahre ich mal in den See rein und guck mal, wie die Mühle schwimmt. Ja, die wird schwimmen eine halbe Stunde. Danach darfst du aber erstmal zum großen Service, wo alles nachgeguckt wird, dass auch nichts kaputt gegangen ist. Es ist mehr so ein Rescue-Ding. Wenn du irgendwo, man kennt ja genug Unwetter, dann schwimmt das Ding halt. Das Schiebedach geht auch auf, dass du noch rausklettern kannst und so. Da haben sie echt mitgedacht. Und ich finde das von der Sache her sehr schön. Und der zweite Punkt, der mir auch noch wichtig ist, die Batterie, immerhin 50 Kilowattstunden. Das ist ja, mancher Kleinwagen hat nicht mehr, die Zoe hat 50 Kilowattstunden. Nur mal so als Beispiel. Und die Blade-Batterien gibt es in der Bauweise, dass die quasi im Rahmen mit verankert sind und dem Rahmen auch mehr Stabilität geben und das Auto stabil machen. Master-Chassis nennt sich das im Übrigen oder fassen Sie es zusammen. Und er kann übrigens nicht nur schwimmen, wollte ich noch sagen, sondern du kannst auch bis zu 3 km/h schnell fahren. Na, also auf dem Wasser, im Wasser, schwimmend. Das ist schon beeindruckend. Im Übrigen Offroad-mäßig noch Böschungswinkel vorne 36,5 Grad, hinten 35,4 Grad. Und ich meine Schräglage, das war nicht ganz klar, das englische Wort, waren 25,5 Grad. Auch das kann alles. Es gibt so Sachen, da merkst du, dass die Chinesen an manchen Stellen noch ein bisschen anders ticken als wir. Absolutes Luxusauto, haben sie auf die Beine gestellt. Ich finde wirklich, bin richtig begeistert. Und jetzt fängt es an. Hallo? Ach so, muss ich selbst öffnen? Ja gut, das kann ich natürlich machen, aber nur, damit ihr es auch wisst, für alle Türen gilt Soft Close. Also ranziehen tut er schon. Ich mache mir jetzt mal die Mühe, ich öffne diesen Karton, schwenkt hier auch fast 1,20 Meter zur Seite auf die Tür. Sichtschutz, auch nicht elektrisch. Und das wird es halt im deutschen Luxusauto nicht geben, weil wir den Kofferraum ja lieben. Ne? Für uns Deutsche ist der Kofferraum so, oh, ein Kofferraum. Für die Chinesen nicht ganz so. Ein Wert für das Kofferraumvolumen ist uns nicht übermittelt worden, nur wenn ich die Rücksitzbank umklappe. Ihr seht, das passiert hier im Verhältnis 40 zu 20. Dann bekomme ich mehr als 2 Kubikmeter, die ich in dem Auto hier befüllen kann. Ich habe es euch ausgemessen, ich blende das jetzt auch mal ein und ich rede einfach mal, während der arme Jasper die Kamera ruhig halten muss, damit ihr hier so ein bisschen mal die Werte sehen könnt. Und dann gucken wir noch mal einmal auf diese Seite da. Da ist die komplette Ausstattung des Kofferraums zu sehen, eine LED-Leuchte, die Umwerfer für die Rücksitzbank, das passiert natürlich alles elektrisch. Und eine Steckdose haben wir auch noch. Auf der Gegenseite gibt es eine 12-Volt-Steckdose und eine Zuröse. Und unter den Ladeboden gucken wir auch noch mal, da ist dies, das und ein bisschen Staufläche, aber nicht wirklich Platz. Der Jasper hinter der Kamera sagt, lauf mal ins Bild, Jan. Das kann ich doch gar nicht mit meinen müden Knochen. Aber ich steige ein, habt ihr gesehen, hier ist mal eben das Trittbett runtergefahren. Trittbrett. Und das ist auch ganz gut so. Ich habe auch noch einen Haltegriff, aber so kann ich natürlich, egal wie groß ich bin, hier höchst feudal und bequem einsteigen. Da
Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß. Wie ihr seht, ich habe hier keine Platznot. Also es ist eigentlich sehr bequem. Das Schöne ist, ich habe hier hinten Massageprogramme. Ich habe mein eigenes Infotainment-System, übrigens auch mit einer sehr lustigen Funktion. Da müsst ihr aber dranbleiben. Das kommt erst nach dem Werbeblock. Kleiner Witz. Und also ich kann mich massieren lassen. Ich kann die Rücksitzlehne hier verfahren in unterschiedliche Einstellungen. Ich kann die Kopfstütze verfahren. Ich kann die Sitzbank irgendwie, nee, die kann ich nicht verfahren. Warum ist denn da ein Knopf? Irgendwas regt sich, ich weiß es nicht. Und ich habe hier unten zweimal USB. Es gibt auch noch eine Mittelarmlehne. Das Auto ist ja nicht als Fünfsitzer gedacht, sind wir mal ehrlich. In dieser Mittelarmlehne habe ich auch noch mal eine Kontrolle, um hier alles einzustellen. Habe hier aber auch noch mal eine induktive Ablage und zwei USB-Ports. Selbstverständlich haben wir elektrische Fensterheber. Und die Fenster versenken sich auch vollständig, die getönten. Es gibt einen Haltegriff, Leseleuchten und ich habe ein riesiges Glas-Panoramadach. Und hier gibt es dann nochmal ein extra Panel, nur für die Klimatisierung. Also alleine hier hinten habe ich 1, 2, 3 Displays, dann vorne nochmal 3. Du wirst schon irre, plus der Rückspiegel 4, 7. Es ist schon wahnsinnig, aber lustig und luxuriös. So, und einen spielen wir jetzt aber nochmal. Und zwar gehen wir mal auf die Kamera. Und dann kann ich hier an einer Videokonferenz teilnehmen. Ich kann aber auch sagen, klassisch, Slim Face. Das passt mir schon ein bisschen besser. Konturen schick. Oh, das geht schon, ne? Und Blush natürlich Lucky. Auch das sieht sehr gut aus. Die Lippen in so einem Matte Pink. Nee, ich bin eher für ein Soft Pink. Das steht mir besser. Und die Brauen kann ich mir auch noch machen lassen. Das ist ja super. In Flat, Eyeshadow. Also hier kannst du auf jeden Fall, wenn dir mal zu langweilig ist, dann kannst du hier jede Menge rumspielen. Und siehst auch noch sehr gut aus dabei, ne? Das hier ist kein Handschmeichler, der mit dem Auto zusammenkommt. Das ist der Schlüssel. So schwarz eloxiert, schwarz verchromt, finde ich mega geil. Verriegeln, entriegeln, Kofferraum öffnen und Fernstart. Und mit dem Schlüssel in der Tasche, meine Lieben, steige ich auch vorne ein. Auch für die vorderen Fahrgäste oder für den Fahrer fährt das Trittbrett raus. Ich bin ja jetzt nicht klein mit 1,80 Meter, aber wenn ich ohne das Brett einsteigen will, muss ich mich schon wirklich ganz schön strecken und ins Auto ziehen. Im Übrigen fehlt auch hier so eine Reinziehhilfe für den Fahrer. Also hinten zu sitzen ist schon sehr feudal, aber vorne geht die Sonne auf. Also ich finde wirklich, das fühlt sich hier ein, ich sag's gerne nochmal, wie so ein schwerer Teppich in so einem Rauchersalon von früher. Ne? Wie so ein englischer Gentleman Club. So fühlt sich das ein, wenn ich hier einsteige mit diesem schönen, schweren Napperleder, was aber auch durch die Helle, also durch diesen Farbton das Ganze doch recht freundlich macht und das aber in Verbindung dann wieder mit den Displays, also so alt und modern zusammen, Alcantara haben wir sonst überall und so gut wie überhaupt kein hochglänzend Schwarz oder nur Akzente, das ist schon von der Anmutung richtig geil hier. Ach so, stopp. Und ich sitze natürlich hölle bequem. Ich habe hier sogar so kleine Kissen, die machen das Ganze noch viel schöner. Ich bin auch ganz runtergefahren. Also selbst für großgewachsene Menschen ist das hier ein gutes Auto. Die Sitze sind, soweit ich das bisher sagen kann, sehr bequem. Lassen sich vielfältig elektrisch verstellen. Unter anderem habe ich auch eine Lordosestütze, natürlich, die verfahren kann. Aber ich habe auch eine vernünftige Punktmassage. Und ganz wichtig, die Sitzheizung gibt es auf der einen Seite. Aber wer so eine Art Hotstone-Massage haben will, da werden dann wirklich nur die kleinen Steinchen, die sich dir in den Rücken bohren, beheizt. Und das ist auch schon ein bisschen geil. Das ist hier so eine chinesische Ausgabe des Autos, die so ein bisschen englisch gestaltet worden ist. Trotzdem sind viele Schalter noch nicht selbst erklären für uns und manche Menügänge auch nicht. Zumal haben wir extrem wenig Zeit mit dem Auto. Ich bitte also um Verzeihung, wenn ich hier nicht alles in epischer Breite zeigen kann und auch nicht alles finde. Unter anderem tun wir uns schwer, die Helligkeit hier des Monitors so entsprechend zu setzen, dass wir das vernünftig filmen können. Es wird also alles so ein bisschen dunkel bleiben. Wichtig ist erstmal, wir haben
zwei Displays, einmal für den Beifahrer ein Infotainment-System, dann hier ein ganz normales Instrumentencluster für mich als Fahrer mit, ich meine, 14,6 Zoll. In der Mitte ein verhältnismäßig kleines Display, aber hoch kann stehen und wunderschön eingebettet hier ins Auto mit 12,8 Zoll. Und das hier ist ein OLED, was 4K kann in der Darstellung und das merkt man auch gleich, dass es ein schönes Bild ist. Jetzt aber von der Anmutung, das seht ihr jetzt hier ganz schön, die Lüftungsdüsen lasse ich durchgehen, wenn noch jemand sagt, Film von Mercedes abgeguckt, zumal hier auch Ambient Light drin ist. Aber wie schön haben sie das bitte gemacht, das Display oder alle drei Displays zu integrieren, ohne dass es irgendwie komisch oder blöd aussieht. Und dazu haben wir hier unten noch Kippschalter, unter anderem für die Offroad-Geschichten. Wir haben richtige Tasten für die wichtigsten Funktionen. Der Rest ist natürlich hier auch schön eingebunden. Aber auch das Lenkrad bietet mir hier richtige Tasten, richtige Drehräder. Und hier unten, das finde ich auch sehr lässig, das sind die Offroad-Modi, das sind die Fahrmodi und hier noch zwei Kippen fürs autonome Fahren. Dazu dahinter hier der Gangwallhebel wie bei Mercedes, also folglich hier auch ein Blink-Scheibenwischer-Kombischalter, wie wir das ebenfalls von Mercedes kennen. Und selbstverständlich kann ich das Lenkrad auch elektrisch verfahren. Übrigens das hier, siehst du das? Ja, ne? Das ist nicht der Buzzer, sondern das ist tatsächlich die Fahrerüberwachung. Und somit ist der Arbeitsplatz hier wirklich sehr hübsch geregelt. Einmal kurz durch den Screen gesteppt, das ist der Homescreen, der erwartet uns hier. Dann habe ich die Möglichkeiten, jetzt erstmal hier unten zu klicken. Hier kann ich die Panzerwände einstellen, Sport Plus einstellen, in Modus gehen, wenn ich einen U-Turn machen will, dass es mich nicht weghaut. Und auch nochmal die anderen Modi wechseln. Es gibt eine Einparkassistenten. Einen chinesischen Einparkassistenten und das ist hier im Prinzip die ganze Geschichte, die fahrwerkseitig da ist. Das finde ich spannend. Es gibt auch einen Camping-Mode, wo der sich ausnivelliert auf unebenem Untergrund, gerade für Fotografen. Eine ganz große Geschichte. Zwei Klimazonen haben wir. Hier ist die Sitzverstellung auf der einen Seite, dann haben wir hier die Massagefunktion. Da, das sind die ganzen Massageprogramme halt. Und du kannst dann da sagen, Strong Model, das kennt man ja, das Übliche. Dann die Sitzverstellung. Und wir haben adaptive Sitze. Das heißt, wenn ich jetzt in der Kurve bin, dann wird die Kurveninnenseite entsprechend geschützt hier, indem sich ein Luftpolster aufbläht. Auch das kennen wir ja von Premium-Herstellern aus der Oberklasse. Und dann... Ja, das wird wenig Sinn machen, aber wenn wir in China wären, könnten wir uns jetzt hier das Navigationssystem auch angucken. Somit gibt es auch hier keine Ladeplanung, die ich euch zeigen kann. Aber ich wollte es zumindest hier mal irgendwie angezeigt haben. Apple CarPlay soll auch funktionieren, aber ich habe kein Kabel dabei und ich verstehe den Dialog nicht, um das entsprechend hier einzurichten per Bluetooth und Co. Im Übrigen gibt es auch eine 360-Grad-Kamera, ein schönes Bild der Rückfahrkamera. Ordentliche 360-Grad-Ansicht und ich kann hier, wenn ich möchte, auch noch durch die unterschiedlichen Kameras switchen. Und es gibt hier sogar noch mehr Funktionen, selbstverständlich. In die Türtasche passt ganz entspannt eine Literflasche. Unter der Mittelkonsole haben wir noch eine große Ablage, da sind auch die USB-Anschlüsse. Hier habe ich zwei Liegeplätze für die Smartphones, die sich dann induktiv laden lassen. Ich glaube mit 50 Watt. Wir haben auch ein Handschuhfach, das ist nicht allzu groß. Dann öffnet sich so ein Geheimfach, wie sie das nennen. Lässt sich dann später auch mit einem PIN belegen. Das soll nicht jeder wissen. Und da kann man dann ja, private Sachen ablegen. Auch ein Brillenfach gibt es. Den Innenspiegel kann ich umstellen zwischen, ich kann den Jasper sehen und mir wird was Digitales hier entsprechend angezeigt. Also die digitale Sicht nach hinten. Und eins meiner Highlights hier hinten, das kann ich aufmachen. Und hier habe ich jetzt ein Fach und dieses Fach ist nicht nur beleuchtet, sondern ich kann es einmal runterkühlen auf minus 6 Grad. Das ist schon sehr lässig. Aber was ich genauso witzig finde, man kennt es ja, man kauft sich Essen to go und dann wird es kalt. Will ja kein Mensch. Kannst du hier bis 50 Grad warm halten. Das finde ich schon ziemlich cool. Okay, ich bin in Sport Plus und sage Pedal to the Metal. Entschuldigung.
Contenance. Es drückt dich richtig in diesen wundervoll bequemen, weichen Sitz. Das ist schon mal sehr angenehm. Und trotzdem sagt dein Magen, hallo, was ist denn hier los? 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit haben sie wohl erstmal abgeregelt bei 200 km/h. Reicht auch, ist auch lustig, aber gerade der Sprint, vor allen Dingen, wenn du vorher auf dieses Auto zugelaufen bist, dieser riesige Trümmer, 3,5 Tonnen Leergewicht und dann drückst du aufs Gaspedal, lässt also alle vier Motoren richtig Power machen. Der Peak kommt durch von 880 Kilowatt über 1100 PS und es schießt dich nach vorne. Das macht schon Spaß. Ich habe gute Laune. 1280 Newtonmeter haben wir dann, wenn hier alle Motoren voll auf Alarm sind, die uns nach vorne schieben. Das ist schon krass. Und auch, was man sich auf der Zunge zergehen muss, 3,5 Tonnen Leergewicht, 1100, was waren das, 96 PS oder so. Jedenfalls ein Leistungsgewicht von 2,9 Kilogramm pro PS. Und ich sage doch immer 10 Kilogramm Familienkutsche. So könnte ich mir den erstmal vom Äußeren her denken. Und dann sagst du, nee, ein bisschen PS hat er ja. 5 Kilogramm Sportwagen, 2,9. Das ist fast die Hälfte von 5. Und da weißt du, was hier abgeht, wenn du angast quasi. Jetzt bin ich im normalen Fahrmodus. Im Übrigen, ich habe 3 zur Auswahl. Eco, Normal und Sport. Wenn ich denn nicht hier auf den Sport Plus Modus stelle. Und was ich auch noch spannend finde, habe ich jetzt nicht ausprobiert, konnte man aber von 100 auf 0 die Verzögerung, sagen sie, das macht das Auto in 37 Metern. Also nicht nur losfahren und schnell war ihnen wichtig, sondern genauso zum Stehen kommen. Und das sicher und zuverlässig. Im Übrigen noch die Fahrmodi. Es gibt dazu noch die Offroad-Fahrmodi. Die gehe ich jetzt nicht alle durch. Upsi, jetzt wäre ich schon im Snow-Mode. Was wird verändert bei den ganzen Geschichten? Die Lenkung kann ich separat einstellen. Das ist also einmal die Gasannahme vom Fahrpedal. Oder die Response, ne, vom Fahrpedal, so muss ich ja sagen, wir haben ja hier gar kein Gas. Und das Luftfahrwerk wird natürlich auch durch die Fahrmodi leicht angepasst, die Lenkung nicht. Da habe ich zwei Einstellungen, sportlich oder normal. Und sagen wir mal ganz ehrlich, jetzt hier, ja, ich fahre in diese Kurve, in diese S-Kurve rein, einmal, zweimal. Aber dass ich jetzt wirklich mich verbunden mit dem Auto fühle, nein, das kann ich nicht sagen. Elektroauto üblich, muss ich fast sagen, fühlt sich die Lenkung so ein bisschen distanziert an, so ein bisschen losgelöst von dem anderen Auto. Wohl aber kann ich hier schon präzise einlenken und da, wo ich hin will, da fährt der U8 auch jederzeit hin. Also meine Fahrbefehle, die setzt er schon ordentlich um. Dann haben wir vom Fahrwerk ein Luftfahrwerk. Und ich finde, das merkt man auch sackbequem. Klar, wir sind hier auf so einer kleinen Rennstrecke. Da ist der Asphalt natürlich auch sehr ordentlich. Aber auch wenn wir mal hier abgefahren sind, machte das einen sehr guten Eindruck, das Fahrwerk. Sehr komfortabel. Und da haben die eine ganze Menge Know-how reingesteckt. Ne? Also einmal, ich habe oben einen Scanner, der kann die Straße auch scannen. Wenn ich jetzt also hier im Autofahrprogramm, was die Offroad-Sachen angeht, dann scannt er halt die Straße und guckt, wo Schlaglöcher kommen könnten. Das kennen wir von früher, die S-Klasse hatte das ja auch schon. Und versucht dann fahrwerksseitig diese Unebenheiten auszugleichen. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Allerdings, da bräuchte ich mal einen ganzen Tag und nicht so einen halben hier auf einer Rennstrecke, um das abschließend beurteilen zu können. Was die Lautstärke im Fahrzeug hingegen angeht, wir haben keine Fahrgeräusche, also keinen künstlichen Sound. Wir haben aber auch keinerlei Abrollgeräusche. Auf dieser Strecke, auf der wir uns hier bewegen, und die Autos sind ja nicht zugelassen, habt ihr gesehen, können wir Geschwindigkeiten von 120, 130 km/h realisieren für kurze Zeit. Ich meine, dass bei 90 so die Windgeräusche anfangen, die sind noch nicht doll und störend. Aber ich meine ganz im Ernst, wenn du einen Außenspiegel hast, wie so eine Rittersport extra bloß in dick, dann ist ja auch klar, dass die den Wind brechen halt und dass man das dann auch irgendwann hört. Aber grundsätzlich ist das hier ein sehr angenehmes Gleiten und ich habe auch das Gefühl gehabt, der Unterschied, ob ich nun 90 oder 120 fahre, ist egal. Die sind einfach da, werden aber nicht lauter und auch nicht störender. Und dann nochmal, ich gehe jetzt hier auch nochmal lustig in den Sportmodus, dann nicht Sport Plus, sondern in den Sportmodus, um hier so ein bisschen vor den Kurven nochmal angasen zu können, schon alleine, weil der arme Jasper hinten drin sitzt und die Kamera festhalten muss. Und dann merkt man schon,
wenn ich hier zu viel Gas in den engen Kurven gebe, dann schiebt er halt ein bisschen. Aber so, man fühlt sich, als würde er im Ganzen schieben halt, ne? Und nicht nur so ein bisschen. Man kann das Auto durchaus ein bisschen sportlicher bewegen, aber irgendwann, ja, vergeht mir halt die Lust dabei, weil du halt das Gewicht die ganze Zeit merkst, die Reifen dann auch irgendwann so ein bisschen heulen. Und aber so rein vom Fahrwerk her, vom Luftfahrwerk, geht das total. Was auch lustig ist, er warnt mich hier teilweise, dass meine Geschwindigkeit zu hoch ist für die Kurve, die ansteht. Also der scannt auch die Kurven ab, also er kann die Kurven hier erkennen und mir halt sagen, hier, du fährst zu schnell. Rundum, ah nee, Verbrauch müssen wir noch reden, kann ich auch gar nichts zu sagen. Haben sie uns keine Werte für gegeben, weiß ich nicht, kann ich auch nicht abschätzen und macht ja auch keinen Sinn, wenn ich hier so ein paar Runden auf dieser kleinen Rennstrecke drehe. Was ich euch sagen kann als Fazit, der fährt sich sehr lässig. Also rein vom Fahren her, was heißt nur rein vom Fahren? Nein, ich finde, das ist wirklich ein lässiges Auto, mir persönlich deutlich zu groß, aber ist schon spannend und interessant. Was er übrigens auch kann, ist den sogenannten G-Turn, den macht er jetzt schon in Serie. Mercedes konnte das ja nur im Prototypenstatus bisher. Ich meine, Rivian hat das auch gezeigt, der kann da so auf der Stelle drehen wie ein Panzer. Ich finde es schwachsinnig, weil da ja auch nur die Reifen bei kaputt gehen. Normalerweise steht der Eckart ja hier und fragt mich, würdest du ihn kaufen, wenn Geld keine Rolle spielt? Und da denke ich so, nein, würde ich trotzdem nicht, weil er mir einfach viel zu groß ist. Aber ich muss gestehen, wenn du drin sitzt, es ist schon geil. Also ich brauche gar kein Leder mehr, versteht mich nicht falsch, aber ist schon geil. Wenn du den fährst, ist mir viel zu groß, aber ist schon geil. Und wenn du dir klar machst, was die da alles an Technik drin haben, brauche ich alles nicht, aber ist schon geil. Schon geil kostet im Übrigen in China umgerechnet 140.000 Euro. Da muss Mutti auch schon ein bisschen für stricken, wenn ich mal ganz platt sein darf. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Auf der anderen Seite, wenn du dir die Mitbewerber anguckst, Range Rover, BMW XM, Mercedes E-Klasse oder die elektrische E-Klasse gar, dann ist das ja fast ein Schnapper, ne? Also das kann man schon machen. Und von daher, ich finde ihn sehr interessant. Als Technologieträger finde ich ihn super. Als Aushängeschild für BYD und als Ausrufezeichen an alle Europäer, die sagen, naja, die Chinesen, die gucken ja eh alles nur ab. Ne? Das ist ja hier das und das und das. Nee, ich finde, das ist schon ein wahnsinnig eigenständiges Auto mit ganz viel kreativer, innovativer Technik da drin. Und es gefällt mir sehr gut und somit gefällt der mir auch sehr gut. Ja, jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare da draußen. Schreibt es mir doch bitte unter das Video. Wie findet ihr das Auto? Würde der in Deutschland überhaupt mal verkauft werden? Oder sagt ihr, ausländisches Premium funktioniert in Deutschland ja eh nie? Wird das bei den Chinesen anders sein? Wird der BYD helfen, sich im deutschen Markt zu festigen? Ich habe so viele Fragen, ihr habt so viele Antworten. Kommentiert doch gerne, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt wie immer, bevor mich der Hubschrauber abholt. Kinder, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.